Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, die meisten Krippen sind nur mittelmäßig. Das sage nicht ich, sondern zu diesem Ergebnis kam der Nordkurier am 2.1.2014. Hintergrund der Feststellung war, dass es seitens des Bundesfamilienministeriums die Nubeck-Studie gab, die besagte, dass in Mecklenburg-Vorpommern in den Krippen und Kindergärten es derzeit nicht gelingt, Chancengleichheit zu erhöhen und unterprivilegierten Schichten zu helfen. Nur in 3% der Krippen seien nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut, 85% mittelmäßig und 12% schlecht. Und das ist das, was wir, die Linksfraktion, Ihnen seit Jahren sagt. Ja, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Betreuungsquote. Aber die betreuten Kinder brauchen gut ausgebildete und ausreichende Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, um tatsächlich Chancengleichheit herzustellen. Die Qualität in den Kindertageseinrichtungen muss stimmen, damit jedes Kind individuell gefördert werden kann. Oder um es mit den Worten von Karl-Heinz Pricht zu sagen, nein, Kleinkinder müssen nicht irgendwie untergebracht werden. Die Qualität der Betreuung entscheidet alles. So in der Zeit vom 25.01.2014 zu lesen. Angesichts solcher Aussagen wie der Nubeck-Studie scheint es eben da ein Problem zu liegen bei der Qualität. Aber ich muss mir nicht nur die Studien anschauen, sondern einfach nur einen Blick in die Fachkraft Kind Schlüssel des KiföX werfen. Eine Erzieherin, ein Erzieher auf 6 Kinder im Krippenbereich, im Kindergartenbereich eine Erzieherin, ein Erzieher auf nunmehr 16 bzw. dann später 15 Kinder, eine Erzieherin, ein Erzieher auf 22 Kinder im Hortbereich. Das sind die Schlüssel, die das KiföX nach der Novellierung letztes Jahr vorsieht. Bundesweit liegen wir damit immer noch im hinteren Bereich, gerade was den Krippen- und Hortbereich angeht. Als wir am 24. Mai 2012 die Aussprache zu dem Thema Situation in den Kitas des Landes und aktuelle Probleme bei der Umsetzung des KiföX-MV auf unsere Anregung hin hatten, betonten Sie, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, wie wichtig Ihnen frühkindliche Bildung sei, dass es das Top-Thema der Landesregierung sei. Die damalige Sozialministerin Frau Schwesig betonte, dass sie nicht die Tür aufmachen wolle zu Billigkitas, indem wir das Fachkräftegebot unterwanderten. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir uns nicht endlich mit der Fachkräftesituation beschäftigen und alles so weiterlaufen lassen wie bisher, werden uns die Fachkräfte fehlen und letztendlich wird uns nichts weiter übrig bleiben, als das Fachkräftegebot zu unterwandern. Das haben Sie schon damals selber gesehen. Ich möchte hier an die Worte des Kollegen Heidorn erinnern, der 2012 ebenfalls schon sah, dass Fachkräfte fehlten. Er sagte, und ich zitiere, also was das Thema Fachkräfte angeht, glaube ich, haben wir vielleicht ein Allokationsproblem. Also an bestimmten Stellen stehen die Fachkräfte nicht zur Verfügung. Das war 2012, weit bevor die Betreuungsschlüssel im Kindergartenbereich gesenkt wurde, weshalb mehr Fachkräfte benötigt werden, um den verbesserten Betreuungsschlüssel auch umzusetzen. Der Landesjugendhilfeausschuss kommt beispielsweise in seiner Analyse zum Fachkräftebedarf in den Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs vom 21. Juni 2012 zu dem Ergebnis, dass allein diese Senkung einen zusätzlichen Fachkräftebedarf von 500 Vollzeitbeschäftigten ausmacht. Und die Feststellung des Kollegen Heidorn war auch weit vor dem Inkrafttreten des neuen Rechtsanspruchs für die 1- bis 3-Jährigen. Die Situation hat sich verändert. Das Problem steht nach wie vor und hat sich angesichts des verbesserten Betreuungsschlüssels und des Rechtsanspruchs weiter verschärft. Aber was tut die Landesregierung, um das Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen? Scheinbar nichts. Da sieht man, welch Stellenwert frühkindliche Bildung bei Ihnen tatsächlich hat. Dass es ein Top-Thema bei Ihnen ist, kann ich leider nicht erkennen. Seit Jahren fordern wir die Ausbildungsplatzplanung, die der erste Schritt wäre, um den tatsächlichen Bedarf an Fachkräften jetzt und zukünftig zu kennen und davon ausgehend die Konsequenzen zu ziehen. Erst im letzten Jahr habe ich den Bildungsminister gefragt, wann die Ausbildungsplatzplanung dem Landtag vorgelegt werde. Im dritten Quartal 2013. Das war seine Aussage. Ja, wo ist sie denn? Wir schreiben jetzt das erste Quartal 2014. Wie lange sollen wir denn noch warten? Ich werde Ihre damalige Aussage, Herr Bildungsminister, als Irreführung des Landtages. Und die Auswirkungen dieser verfehlten Politik nach dem Motto Augen zu und durch hatten wir schon bei der Novellierung des KiföX im letzten Jahr zu sehen bekommen. Wir senken die Ausbildungsdauer und somit die Qualität der Ausbildung. Es waren nicht etwa qualitative Gründe, die der Absenkung der Ausbildungszeit zugrunde lagen, sondern die simple Idee, dass aufgrund der verkürzten Ausbildungsdauer kurzfristig mehr Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stünden. So war es zumindest der Anhörung zum KiföX zu entnehmen.
was bei der KiföG-Novelle letztes Jahr ebenfalls sichtbar wurde, dass wir die Betreuungsschlüssel im Krippen- und Hortbereich nicht weiter senken, nicht nur, weil uns einfach das Geld fehlt, nein, weil wir uns dafür auch die notwendigen Erzieherinnen und Erzieher einfach nicht mehr haben. Wo sind denn die Maßnahmen der Landesregierung bei ihren eigenen Top-Thema, um die frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern auf hohem Niveau zu sichern? Ich sehe nur, dass sie abermals nicht ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und das zulasten der Qualität in den Kindertageseinrichtungen und vor allem zulasten der Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Ein weiteres Abwarten ist nicht mehr verantwortbar. Das nächste Schuljahr, wo wir an den staatlichen Schulen weitere Schulen anbieten könnten, steht vor der Tür. Was wir brauchen, ist unverzüglich die Ausbildungsplatzplanung, damit wir wissen, wie hoch der Bedarf ist und wie viele Klassen wir an den staatlichen Schulen benötigen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, die meisten Krippen sind nur mittelmäßig. Das sage nicht ich, sondern zu diesem Ergebnis kam der Nordkurier am 2.01.2014. Hintergrund der Feststellung war, dass es seitens des Bundesfamilienministeriums die Nubeck-Studie gab, die besagte, dass in Mecklenburg-Vorpommern in den Krippen und Kindergärten es derzeit nicht gelingt, Chancengleichheit zu erhöhen und unterprivilegierten Schichten zu helfen. Nur in 3% der Krippen seien nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut, 85% mittelmäßig und 12% schlecht. Und das ist das, was wir, die Linksfraktion, Ihnen seit Jahren sagt. Ja, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Betreuungsquote. Aber die betreuten Kinder brauchen gut ausgebildete und ausreichende Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, um tatsächlich Chancengleichheit herzustellen. Die Qualität in den Kindertageseinrichtungen muss stimmen, damit jedes Kind individuell gefördert werden kann. Oder um es mit den Worten von Karl-Heinz Pricht zu sagen, nein, Kleinkinder müssen nicht irgendwie untergebracht werden. Die Qualität der Betreuung entscheidet alles. So in der Zeit vom 25.01.2014 zu lesen. Angesichts solcher Aussagen wie der Nubeck-Studie scheint es eben da ein Problem zu liegen bei der Qualität. Aber ich muss mir nicht nur die Studien anschauen, sondern einfach nur einen Blick in die Fachkraft-Kind-Schlüssel des KiföGs werfen. Eine Erzieherin, ein Erzieher auf 6 Kinder im Krippenbereich, im Kindergartenbereich eine Erzieherin, ein Erzieher auf nunmehr 16 bzw. dann später 15 Kinder, eine Erzieherin, ein Erzieher auf 22 Kinder im Hortbereich. Das sind die Schlüssel, die das KiföG nach der Novellierung letztes Jahr vorsieht. Bundesweit liegen wir damit immer noch im hinteren Bereich, gerade was den Krippen- und Hortbereich angeht. Als wir am 24. Mai 2012 die Aussprache zu dem Thema Situation in den Kitas des Landes und aktuelle Probleme bei der Umsetzung des KiföG-MV auf unsere Anregung hin hatten, betonten Sie, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, wie wichtig Ihnen frühkindliche Bildung sei, dass es das Top-Thema der Landesregierung sei. Die damalige Sozialministerin Frau Schwesig betonte, dass sie nicht die Tür aufmachen wolle zu Billigkitas, indem wir das Fachkräftegebot unterwanderten. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir uns nicht endlich mit der Fachkräftesituation beschäftigen und alles so weiterlaufen lassen wie bisher, werden uns die Fachkräfte fehlen und letztendlich wird uns nichts weiter übrig bleiben, als das Fachkräftegebot zu unterwandern. Das haben Sie schon damals selber gesehen. Ich möchte hier an die Worte des Kollegen Heidorn erinnern, der 2012 ebenfalls schon sah, dass Fachkräfte fehlten. Er sagte, und ich zitiere, also was das Thema Fachkräfte angeht, glaube ich, haben wir vielleicht ein Allokationsproblem. Also an bestimmten Stellen stehen die Fachkräfte nicht zur Verfügung. Das war 2012, weit bevor die Betreuungsschlüssel im Kindergartenbereich gesenkt wurde, weshalb mehr Fachkräfte benötigt werden, um den verbesserten Betreuungsschlüssel auch umzusetzen. Der Landesjugendhilfeausschuss kommt beispielsweise in seiner Analyse zum Fachkräftebedarf in den Kindertageseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und Maßnahmen zur Sicherung des Bedarfs vom 21. Juni 2012 zu dem Ergebnis, dass allein diese Senkung einen zusätzlichen Fachkräftebedarf von 500 Vollzeitbeschäftigten ausmacht. Und die Feststellung des Kollegen Heidorn war auch weit vor dem Inkrafttreten des neuen Rechtsanspruchs für die 1- bis 3-Jährigen. Die Situation hat sich verändert. Das Problem steht nach wie vor und hat sich angesichts des verbesserten Betreuungsschlüssels und des Rechtsanspruchs weiter verschärft. Aber was tut die Landesregierung, um das Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen? Scheinbar nichts. Da sieht man, welch Stellenwert frühkindliche Bildung bei Ihnen tatsächlich hat. Dass es ein Top-Thema bei Ihnen ist, kann ich leider nicht erkennen. Seit Jahren fordern wir die Ausbildungsplatzplanung, die der erste Schritt wäre, um den tatsächlichen Bedarf an Fachkräften jetzt und zukünftig zu kennen und davon ausgehend die Konsequenzen zu ziehen.
Erst im letzten Jahr habe ich den Bildungsminister gefragt, wann die Ausbildungsplatzplanung dem Landtag vorgelegt werde. Im dritten Quartal 2013. Das war seine Aussage. Ja, wo ist sie denn? Wir schreiben jetzt das erste Quartal 2014. Wie lange sollen wir denn noch warten? Ich werte Ihre damalige Aussage, Herr Bildungsminister, als Irreführung des Landtages. Und die Auswirkungen dieser verfehlten Politik nach dem Motto Augen zu und durch hatten wir schon bei der Novellierung des KiföG im letzten Jahr zu sehen bekommen. Wir senken die Ausbildungsdauer und somit die Qualität der Ausbildung. Es waren nicht etwa qualitative Gründe, die der Absenkung der Ausbildungszeit zugrunde lagen, sondern die simple Idee, dass aufgrund der verkürzten Ausbildungsdauer kurzfristig mehr Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stünden. So war es zumindest der Anhörung zum KiföG zu entnehmen. Was bei der KiföG-Novelle letztes Jahr ebenfalls sichtbar wurde, dass wir die Betreuungsschlüssel im Krippen- und Hortbereich nicht weiter senken, nicht nur, weil uns einfach das Geld fehlt, nein, weil wir uns dafür auch die notwendigen Erzieherinnen und Erzieher einfach nicht mehr haben. Wo sind denn die Maßnahmen der Landesregierung bei ihren eigenen Top-Thema, um die frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen Mecklenburg-Vorpommern auf hohem Niveau zu sichern? Ich sehe nur, dass sie abermals nicht ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und das zulasten der Qualität in den Kindertageseinrichtungen und vor allem zulasten der Kinder in den Kindertageseinrichtungen. Ein weiteres Abwarten ist nicht mehr verantwortbar. Das nächste Schuljahr, wo wir an den staatlichen Schulen weitere Schulen anbieten könnten, steht vor der Tür. Was wir brauchen, ist unverzüglich die Ausbildungsplatzplanung, damit wir wissen, wie hoch der Bedarf ist und wie viele Klassen wir an den staatlichen Schulen benötigen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank.